Das nächste Paar aus dem RTL-Sommerhaus ist Geschichte. Reality-Darsteller Gigi Birofio und seine Perle Dana Feist haben sich getrennt. Das bestätigte Feists Management RTL. Die Trennung soll von ihrer Seite ausgegangen sein. Mangelndes Vertrauen soll dabei eine Rolle gespielt haben, konkrete Gründe wurden allerdings nicht genannt. Gerüchte über eine Trennung kursieren schon seit geraumer Zeit. Gigi und Dana haben sich gegenseitig in den sozialen Medien entfolgt. Die 26-Jährige hat bereits alle alten Pärchenfotos auf ihrem Instagram-Profil entfernt. Gemeinsame Bilder haben beide schon länger nicht mehr veröffentlicht. Das ehemalige Paar gelangte Anfang dieses Jahres ins Licht der Öffentlichkeit. Gigi sprach während seiner Teilnahme beim RTL-Dschungelcamp im Januar 2023 immer wieder von seiner Perle. Nach seinem zweiten Platz im besagten Dschungelcamp folgte im Herbst der erste Auftritt als Paar im Sommerhaus. Doch dieser war nur von kurzer Dauer. Nach einem Streit wurde Gigi Birofio gegenüber Sean Kaplan und versehentlich gegenüber dessen Freundin Valentina Doronina handgreiflich. Nach nur einem Tag musste der Aggressor gehen, seine Partnerin im Schlepptau. Ob das Debakel im Sommerhaus eine Rolle bei der jetzigen Trennung gespielt hat, ist nicht bekannt. Der Sommerhausfluch jedoch ist in den letzten Jahren zu einem stehenden Begriff geworden. Mehrere Pärchen, die sich bei RTL der Paarherausforderung gestellt hatten, gingen anschließend getrennte Wege. Sie hat den großen Prozess gerade nochmal abgewendet. Kurz vor dem Start der Verhandlungen hat sich Shakira mit der spanischen Staatsanwaltschaft in einem Steuerbetrugsverfahren auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sie am Montag vor dem Landgericht in Barcelona die Steuerhinterziehung eingeräumt, obwohl sie diese in der Vergangenheit abgestritten hatte. Auch einen von der Staatsanwaltschaft angebotenen Vergleich hatte sie zuvor abgelehnt. Mit ihrem Eingeständnis entgeht sie der von der Staatsanwaltschaft geforderten Haftstrafe von bis zu 8 Jahren. Zusätzlich stand eine Geldstrafe von 23,8 Millionen Euro im Raum. Shakira sollte sich vor dem Gericht in der spanischen Hauptstadt wegen Steuerbetrugs in Höhe von 14,5 Millionen Euro verantworten. Nun wurde die Musikerin zu einer deutlich milderen Strafe von 3 Jahren Haft auf Bewährung sowie einer Geldstrafe von 7,3 Millionen Euro verurteilt. Den Sinneswandel begründet die Kolumbianerin, die zusammen mit ihrem Ex-Partner Gerard Piqué in Barcelona lebte, mit Rücksicht auf ihre Kinder. In einem Statement schreibt Shakira: Während ich entschlossen war, meine Unschuld in einem Prozess zu verteidigen, von dem meine Anwälte überzeugt waren, dass er zu meinen Gunsten ausfallen würde, habe ich die Entscheidung getroffen, diese Angelegenheit im besten Interesse meiner Kinder zu lösen. Diese wollen nicht, dass ihre Mutter ihr persönliches Wohlergehen in diesem Kampf opfert. Sie wolle den Stress und die Belastung der letzten Jahre hinter sich lassen und sich auf Dinge konzentrieren, die sie liebe. Meine Kinder und alle Möglichkeiten, die sich mir mit meiner Karriere bieten, einschließlich meiner bevorstehenden Welttournee und meines neuen Albums. Für sie bedeutet der Deal vor Gericht, dass sie wieder Zeit für ihre Kinder und ihre Karriere hat. Peter Klein wurde als erster Bewohner für die diesjährige Staffel von Promi Big Brother angekündigt. Was er noch nicht weiß, in der Reality-Show wird er auf seine Ex-Frau Iris Klein treffen. Seit der öffentlichen Auseinandersetzung haben sich die beiden nicht mehr gesehen. Nun müssen sie die kommenden Wochen zusammen verbringen. Die ersten Bewohner sind am Samstag in den Promi Big Brother Container eingezogen. Am Freitag wurde bekannt gegeben, dass auch Iris Klein teilnehmen wird. Die meisten Kandidaten waren zu diesem Zeitpunkt bereits im Quarantänehotel ohne ihre Handys, einschließlich Peter Klein. Daher erfuhr er nicht, dass er auf Iris treffen wird. Sie wird am heutigen Montag in der Live-Show ins Haus einziehen. Iris Klein erzählt den Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp im Vorfeld, dass Peters Kinnlade runterfallen wird. Ihre größte Sorge ist, mit Peter das Bett teilen zu müssen. Sie hat keine Gefühle mehr für ihn und kann ihm in die Augen schauen. Alles, was ich von ihm will, ist die Scheidung, sagt die Mutter von Daniela Katzenberger. Ich hoffe auf das Beste und erwarte das Schlimmste. Noch schlimmer wäre allerdings, wenn Frau Wölke dabei wäre, fügt Iris Klein hinzu. Dann erklärt sie weiter, er hat mich weggeworfen wie ein Stück Müll. Und fügt hinzu, im normalen Leben hätte ich ihn angezündet. Wie wird Peter Klein reagieren, wenn er auf Iris trifft? Im Container wird es sicher Klärungsbedarf geben und die beiden werden viel zu besprechen haben. Fakt ist jedoch, langweilig wird es ganz sicher nicht. Am heutigen Montagabend treffen bei Promi Big Brother unter anderem Iris Klein und Ex-Partner Peter Klein aufeinander. Zu dieser pikanten Konstellation hat nun mit Daniela Katzenberger auch Iris Kleins Tochter Stellung bezogen. In einer Reihe von Instagram-Videos äußerte die Katze unter anderem den Wunsch, dass Mutter Iris Klein im Promi Big Brother Container nicht mit Messern nach ihrem Ex-Partner schmeißt. Ihre drastisch klingende Befürchtung scheint Katzenberger durchaus ernst zu meinen. Denn auf Instagram gibt sie zu bedenken, dass Mutter Iris Klein sehr emotional sei.
Auch hätten diejenigen, die die skandalträchtige Trennung von Iris Klein und Peter Klein in den Medien verfolgt haben, bei weitem nicht alles mitbekommen. Die Katze aber sei ja live dabei gewesen im vergangenen Jahr. So verrät sie weiter, dass Iris Klein sie vor Sendestart gefragt habe, wie sie Peter Klein, den sie seit Monaten nicht gesehen habe, bei Promi Big Brother begrüßen solle. Ihre Tochter habe ihr zu einem neutralen Hallo geraten und fügt auf Instagram hinzu: Man muss ja jetzt nicht die Zunge in den Hals stecken oder um den Hals fallen. Doch darauf habe Mutter Iris entgegnet: Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ob ich dann so ruhig bleibe. Daher hofft Daniela Katzenberger, dass sie sich irgendwie im Griff hat, so gut es geht. Dass sie da nicht mit Messern schmeißt und eine etwas längere Zündschnur hat als sonst. Denn die Zeit im Promi Big Brother Container würde auch eine Chance bieten, vieles gerade und zurecht zu rücken und den Leuten mal eine andere Seite zu zeigen. Das sei, was sich die Katze eigentlich von ihrer Mutter wünsche. Doch gleich schränkt die 37-Jährige wieder ein: Am Ende des Tages hoffe ich, dass beide lebend den Container verlassen. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Also ich weiß ja, als Tochter... Lilly Becker präsentiert stolz ihren neuen Partner. Fans hielten die 47-jährige Ex von Boris Becker lange Zeit für Single. Nun soll sie nach der unschönen Trennung von dem ehemaligen Tennisspieler, der danach wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis kam, aber wieder verliebt sein. Ihr Neuer ist der Unternehmer Thorsten Weck, der eine Sportmanagementfirma führt und der sich jetzt bei einem glamourösen Event in Dubai an ihrer Seite zeigte. Bei der Veranstaltung handelte es sich um die Eröffnungsfeier eines privaten Investorenclubs in Dubai, bei der sich Lilly auch an der Seite ihrer Freundin Sandy Meyer-Wölden zeigte. Auf Instagram teilte sie etwa Bilder von sich mit Sandy, dem Künstler Romulo Curani sowie Robert und Carmen Geiss, die ebenfalls zu Gast waren. Auf einigen Gruppenfotos und auf dem roten Teppich stand auch Weck an ihrer Seite, mit dem sie sich stolz den Fotografen zeigte. In einem Interview mit RTL schwärmte Lilly bereits zuvor über ihren Partner. Er ist einfach ruhig, ein bisschen älter als ich, aber das stört mich gar nicht. Er bringt Ruhe mit, er ist lustig und er ist lieb. Nachdem in der ersten Folge der Fokus ganz klar auf der Trennung von Oliver Pocher lag, richten Amira Pocher und ihr Bruder Hima die Aufmerksamkeit in der zweiten Folge in ihrem neuen gemeinsamen Podcast Liebesleben auf ihre Geschwisterbeziehung. Dabei macht Amira ihrem Bruder auch ein großes Kompliment: Nach den Kindern bist du der wichtigste Mensch in meinem Leben. Aber natürlich kommen die Geschwister auch nicht umhin, über die Reaktionen auf die erste Podcast-Folge zu sprechen. Es liege eine sehr bewegte Woche hinter ihnen, stellen die beiden zu Beginn ihres Gesprächs fest. Die erste Folge sei ein voller Erfolg gewesen. Wir haben einen neuen Maßstab gesetzt mit unserer ersten Folge, was Abrufe angeht. Hima betont zudem nochmal, wie wichtig er es finde, dass Amira sich zur Trennung von ihrem Ex-Partner geäußert habe. Doch dabei bleibt es wohl vorerst, wie die zweifache Mutter betont: Das werde ich aber weiterhin nicht machen. Das war das erste und letzte Mal. Das sei einfach nicht ihre Art, mit solchen Dingen umzugehen. Einen Bruchteil habe ich jetzt erzählt und das sollte jetzt auch reichen. Jedoch ist es Amira wichtig, im Verlauf von Folge 2 nochmal zu betonen, dass sie schon länger getrennt sei, als die Öffentlichkeit wisse. Einige Leute hätten nach der letzten Folge nämlich gefragt, wieso es bei ihr so schnell gehe, dass sie wieder bereit für die Liebe sei. Sie habe bei ihrer Äußerung nicht bedacht, dass die Öffentlichkeit erst seit August wisse, dass sie und Oliver Pocher getrennt seien. Inoffiziell sind wir schon länger getrennt, gefühlt bin ich schon ein Jahr getrennt, so Amira. Die erste Live-Sendung der aktuellen Promi Big Brother Staffel ist am Montagabend über die Bühne gegangen. Während 11 der prominenten Teilnehmer schon die vergangenen 2 Tage im Containerhaus verbringen mussten, wartete ganz Fernsehdeutschland auf den verspäteten Einzug von Iris Klein, die ja schließlich im Haus auf ihren Ex-Partner Peter Klein treffen wird. Pikant daran: Während die Mutter von Daniela Katzenberger über die Anwesenheit ihres langjährigen Ehemanns im Bilde war, erfuhr Peter Klein Sat.1 zufolge erst beim Anblick von Iris Klein, dass auch sie mit ihm die bis zu 2 Wochen im Promi Big Brother Container verbringen wird. Das große Aufeinandertreffen von Deutschlands wohl prominentesten getrennten Paar 2023 wurde dann auch den gesamten Abend über vom Sender genüsslich inszeniert. Immer wieder wurde eine wartende Iris Klein eingeblendet, die mit Augenbinde ganz offenbar stundenlang vor dem Gelände im Freien wartete. Derweil schilderte Peter Klein im Haus seine Sicht auf die Trennungsschlammschlacht nach dem Dschungelcamp Anfang des Jahres. Man behauptet von mir, ich bin ein Fremdgänger und Ehebrecher, erklärt Peter Klein vorab. Doch das würde schließlich nur auf einer Behauptung basieren, die Iris ins Netz gestellt hat. Einer Schuld ist sich der 56-Jährige also nicht bewusst und sagt selbstsicher: Aber dass ich jetzt irgendwas bereue, was ich in der letzten Zeit gemacht habe? Nein, gar nicht. Auch auf die Frage seiner Mitbewohner, ob ihm Iris Klein fehlen würde, antwortet er mit einem klaren Nein, denn in der Trennungsschlammschlacht habe ich eine Seite von ihr kennengelernt, die ich absolut nicht mag, die ich verachte.
Nach versöhnlichen Tönen klingt das erwartungsgemäß nicht gerade, und auch Iris Klein lässt in ihrem Vorab-Interview wenig überraschend kein gutes Haar an ihrem langjährigen Ehemann. Angesichts solcher Aussagen überrascht das tatsächliche Wiedersehen der Kleins dann fast ein wenig. Mit den Worten, keine Party ohne Mutti, betritt Iris Klein den Container und schüttelt ihrem Peter als letztem zur Begrüßung die Hand. Auf ihr herausforderndes, guten Tag, mein Name ist Klein, antwortet er allerdings nur mit einem knappen, Hallo. Und damit ist das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen dann auch erstmal schon wieder vorbei. Als Schauspielerin Manuela Wisbeck, Iris Klein dann auf eine erste Führung durch ihr Zuhause für 2 Wochen mitnimmt, fragen die übrigen Bewohner Peter Klein erstmal ein wenig aus. Der verrät, dass Iris und er sich zuletzt im März gesehen haben und blickt ansonsten relativ gefasst auf die von Sat.1 geschaffene Containersituation. Ich hatte natürlich gehofft, dass es nicht so ist, logisch. Aber jetzt ist es so und ich bin ruhig. Ich bin ein erwachsener Mensch, meint er. Wobei er das Erwachsen mehrmals betont. Ganz offenbar erwartet er in den kommenden Tagen und Wochen eskalierendes Verhalten von Iris Klein. Doch davon ist in der ersten Live-Sendung erst einmal noch nicht viel zu sehen. Die zweite Promi Big Brother Live-Show ist am Dienstagabend über die Bildschirme von Sat.1 geflimmert. Zu Gast im Studio bei den Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen war keine geringere als Yvonne Wölke, der ja schließlich von Peter Kleins noch Ehefrau Iris Klein, eine erhebliche Mitschuld an der bitterbösen Trennung des Ehepaars gegeben wird. Nachdem Iris Klein in der ersten Live-Show am Montagabend spektakulär in den Promi Big Brother Container eingezogen war und dort auf ihren Ex-Partner traf, erhielt nun Peter Kleins vermeintliche Geliebte die Chance, ihre Sicht der Dinge darzulegen. Zuvor hatte Wölke auf Instagram angekündigt, die Bombe platzt heute. Doch im Promi Big Brother Studio war davon letztlich wenig zu spüren. Zunächst wiederholt Wölke nicht gerade neu klingende Vorwürfe gegen Iris Klein, die so in der laufenden Promi Big Brother Staffel auch schon von ihrem guten Freund Peter Klein zu hören waren. Ich bin wirklich entsetzt, schockiert und mir fehlen echt die Worte, dass man so einer Person immer noch so eine Plattform gibt und dass sie wirklich diese Lügengeschichten immer noch verbreiten kann. Zu Peter Klein würde sie weiterhin stehen, auch wenn sie ihn lediglich als Freund sehe und nicht in ihn verliebt sei. Ich würde mal sagen, wir sind da echt zusammengewachsen, und kein anderer kann sich vorstellen, wie wir uns fühlen. Sagt Wölke und fügt an, wir sind gute Freunde, darf man das heute nicht mehr? Etwas wirklich Neues verrät sie mit diesen Aussagen allerdings auch nicht. Auf die Frage der Promi Big Brother Moderatorin, warum auch sie ihrerseits die mediale Schlammschlacht gegen Iris Klein weiterführen würde, antwortet Wölke, dass sie lediglich ihren Namen reinwaschen wolle, da sie momentan in der deutschen Öffentlichkeit als Ehebrecherin dastehen würde. Natürlich wäre ich mich da. Zu einem direkten Kontakt mit Iris und Peter Klein im Promi Big Brother Container kommt es während Wölkes Auftritt am Dienstag noch nicht. Aber das wird sich in den kommenden Tagen und Wochen möglicherweise ändern. Denn auf die Frage, ob auch sie gerne in den Container einziehen würde, antwortet die ehemalige Miss Germany mit einem klaren und entschiedenen Ja. RTL hat für seine diesjährige Let's Dance Weihnachtsshow 6 Promis angekündigt. Am 22. Dezember mit dabei ist demnach unter anderem Anna Ermakova. Die Gewinnerin der diesjährigen Let's Dance Staffel tanzt in der Weihnachtsshow erneut mit Valentin Lusin. Ebenfalls an den Start gehen der Sieger aus dem Jahr 2018 Ingolf Lück mit Ekaterina Leonova, sowie Sarah Engels, die 2016 den 2. Platz belegte und nun mit Fadime Gabusow tanzt. Auf Instagram heißt es zum Weihnachtsspezial. Alle Paare tanzen jeweils 2 Tänze zu Weihnachtssongs um den Let's Dance Weihnachtstitel 2023. Es gebe zudem einen Geldpreis von 10.000 Euro für einen guten Zweck. Vergangenes Jahr siegte der Let's Dance-Gewinner von 2021 Rurik Gislason mit Malika Tschumev und holte sich damit den Weihnachtstitel. Der ehemalige Fußballer wurde so zum 2. Promi mit 2 Let's Dance-Titeln. Zuvor gewann bereits Magdalene Breska eine Weihnachtsshow, nachdem sie in der 5. Staffel von Let's Dance den Sieg holte. Am 22. Dezember haben Ingolf Lück und Anna Ermakova nun die Chance, ihren 2. Sieg in der Tanzshow zu holen. Die zerrüttete Beziehung von Iris Klein und noch Ehemann Peter stand in der neuen Promi Big Brother Ausgabe abermals im Mittelpunkt. Während Jürgen Milski die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser zur Seite nahm und ihr ins Gewissen reden wollte, erzählte Matthias Mangiapane, dass er schon lange mit Iris Klein abgeschlossen habe. Nach einer bitteren Trennung und öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht gibt Iris Klein der Schauspielerin Yvonne Wölke eine erhebliche Mitschuld am Beziehungsende. Diese hatte zuvor unter anderem davon gesprochen, dass Klein Lügengeschichten über sie und ihren guten Freund Peter verbreite. Im TV-Container schoss Iris scharf gegen ihren Nochmann, der offenbar versuchte, ihr aus dem Weg zu gehen.
da sie sich jedoch immer wieder hinzugeselle, wenn Peter gerade irgendwo mit anderen Bewohnerinnen und Bewohnern sitze, habe Haferflockendealer und Ex-Containerchef Milski die Befürchtung, dass Iris immer noch den Peter zurück will. Er erklärte ihr aber auch, dass er den Grund für ihre Teilnahme richtig scheiße finde. Ich habe es öffentlich erfahren. Ich habe öffentlich eine Schlammschlacht gemacht. Und jetzt wollte ich es öffentlich beenden, erklärte sie. Seine Mitbewohnerin zeige sich keinen Millimeter einsichtig, musste er feststellen. Er wolle sich nicht vor der ganzen Nation hinsetzen und die Beziehungsprobleme besprechen, hatte Peter noch erklärt. Doch in der Nacht auf den 23. November gab es dann doch eine Art TV-Paartherapie zu sehen, bei der auch Peter Klein einmal auspackte. Das Ex-Paar sollte zuvor unabhängig voneinander Fragen beantworten. Die Antworten schauten sich die beiden dann in der Live-Sendung vom Mittwoch gemeinsam an. Iris bereue heute, dass sie sehr emotional reagiert habe und als betrogene Ehefrau sei sie rachsüchtig gewesen. Sie habe sich damals gewünscht, dass er sich mit ihr an einen Tisch setzen würde und dass er ehrlich ist. Peter hätte um sie kämpfen sollen und die Ehe laut ihrer Aussage auch retten können. Er wiederum sagte, dass Iris die Gerüchte in die Welt gesetzt habe. Und er hätte gerne von ihr gehört, warum sie immer wieder über ihn Lügen verbreitet habe. In Bezug auf die Beziehung gebe es für ihn zumindest keine Hoffnung mehr. Sie ist nicht mehr die tolle Frau, die sie damals war. Iris habe sich zu ihrem Nachteil entwickelt. Im Live-Teil der Show brach Iris in Tränen aus. Er habe gehört, dass sie mit dem Gedanken hergekommen sei, sich mit ihm auszusprechen, erklärte der 56-Jährige und er fragte, warum sie dies nie persönlich gemacht habe. Sie habe ihn beschuldigt, dass er ein Fremdgeher sei. Und Iris verlange von ihm eine Entschuldigung für Dinge, die er nicht gemacht habe. Sie habe ihn monatelang durchs Internet getrieben. Ich habe es öffentlich gemacht, meinte sie. Es habe aber nichts gegeben, was man hätte öffentlich machen können, entgegnete er. Du hast mein Leben zerstört. Du hast mir den Boden unter den Füßen weggezogen, warf sie ihm vor. Sie wolle, dass er ihre Scheidungspapiere unterschreibe, was er aber nicht tun werde. Er habe stattdessen eigene Scheidungspapiere erstellen lassen. Egal welche Unterlagen schließlich irgendwann unterschrieben werden, Milski dürfte sich wohl mit seiner Vermutung geirrt haben. Die Radsportlegende Jan Ullrich hat in einem Interview mit dem Magazin Stern offen wie nie über seinen verheerenden Alkohol- und Drogenabsturz nach seinem Karriereende 2007 gesprochen. Er habe Whisky wie Wasser und Kokain in großen Mengen konsumiert. Zum endgültigen Zusammenbruch kam es allerdings erst nach der Trennung von seiner Frau Sarah. Der Absturz 2018 hat mich fast das Leben gekostet. Ich habe sehr viel verloren. Er sei nicht weit weg vom Tod gewesen und auf dem besten Weg, sich selbst zu zerstören. Das habe er damals aber nicht sehen wollen. Der Mix aus Whisky und Kokain hat mein Herz kälter gemacht, versucht Ullrich zu erklären. Er habe deswegen kaum noch etwas gespürt. Es holt all die bösen Eigenschaften in dir hoch. Es macht dich innerhalb kürzester Zeit zum Monster. Wenn man kein Herz mehr habe, sei man auch kein Mensch mehr, so Ullrich. Es sei ihm bis heute ein Rätsel, wie er das damals ausgehalten habe. Die Liebe zu seinen Kindern habe ihm aber das Leben gerettet. Die Drohung seiner Frau habe ihn dazu gebracht, sich professionelle Hilfe zu holen. Worte, die er bis heute nicht vergessen habe. Wenn du dich nicht änderst, wirst du die Kinder nicht mehr sehen, nicht mal ans Telefon wirst du sie bekommen. Er sei mittlerweile gesund aus der Geschichte herausgekommen und froh, dass er den Weg zurückgeschafft habe. Mittlerweile stehe er wieder mit beiden Beinen im Leben, weil er die Kraft aufgebracht habe, mit seinem Leben nochmal ins Reine zu gehen. Für seine insgesamt 4 Kinder möchte er jetzt voll da sein. Ich habe Lust, meine Kinder aufwachsen zu sehen. Aus seiner Lebenskrise sei er lebenshungrig hervorgegangen. Auch über seine Doping-Vergangenheit zu seinen aktiven Zeiten spricht Ullrich in dem Interview offen wie nie zuvor. Wenn du mithalten willst, musst du mitmachen. Es habe sich damals völlig normal angefühlt. Wenn ich nicht gedopt hätte, wäre das so, als würdest du mit einem Messer bewaffnet zu einer Schießerei gehen. So habe er sich schnell diesem Zwang unterworfen, als er 1995 Profi beim Team Telekom wurde. Zahlreiche US-Promis sind in den vergangenen Tagen wegen sexueller Übergriffe verklagt worden. Viele Frauen und auch Männer nutzen noch ein spezielles New Yorker Gesetz, das am Donnerstag um Mitternacht ausläuft. Durch den sogenannten Adult Survivors Act konnten ein Jahr lang zivilrechtliche Klagen wegen sexuellen Fehlverhaltens auch noch nach der eigentlichen Verjährungsfrist eingereicht werden. In den USA verjährt Missbrauch in der Regel nach wenigen Jahren, wenn die Opfer das Erwachsenenalter erreicht haben. Die Schauspieler Jamie Foxx und Cuba Gooding Jr., Musiker Axl Rose sowie Musikproduzent Jimmy Iovine etwa wurden vor Ablauf der Frist am Mittwoch verklagt. Die Klagen wurden beim obersten Gerichtshof von New York gemäß dem Adult Survivors Act eingereicht. Am Dienstag wurde der bereits wegen sexuellen Missbrauchs verurteilte Bill Cosby in einer weiteren Klage von einer Frau beschuldigt. Sie behauptet, sie sei in den 1980er Jahren von dem Schauspieler unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht worden.
Weiterhin wurden in diesem Monat Klagen gegen Rapper Sean Diddy Combs, Musikmogul L.A. Rai und den ehemaligen Grammys-Chef Neil Portnow eingereicht. Die Verabschiedung der Adult Survivors Acts hat den Opfern die Möglichkeit gegeben, sich trotz der verstrichenen Zeit zu melden und Wiedergutmachung für den erlittenen Schaden zu fordern, erklärte Anwalt Douglas Victor. Er vertritt die Frau, die Musikmogul Lil Wayne mehrfache sexuelle Übergriffe im Jahr 2007 vorwirft. Andrew Wyatt, ein Sprecher von Bill Cosby, kritisierte hingegen das New Yorker Gesetz. Ich werde die Öffentlichkeit auffordern, sich an ihre Gesetzgeber zu wenden und zu fordern, dass sie diese Look-Back-Fenster schließen, weil sie missbraucht werden, um erfolgreiche wohlhabende Männer wie Diddy, Steven Tyler und Co. zu jagen, sagte er in einer Erklärung. Wann wird es aufhören und wer wird der nächste Mann sein, der Opfer dieser Look-Back-Fenster wird? Die Stimmung im TV-Container sei mal ganz oben und mal ganz unten, stellte Reality-Sternchen Matthias Mangiapane zu Beginn der neuesten Promi-Big-Brother-Folge in Sat.1 fest. Und genau das wurde am 23. November mehr als deutlich. Zum einen ging es weiterhin um das öffentlich ausgetragene Ehedrama von Iris Klein und ihres noch Ehemanns Peter. Zum anderen feierten die Promis in der Nacht auf Freitag den 60. Geburtstag von Big Brother-Urgestein Jürgen Milski. Peter ist der einzige Mann, den ich wirklich geliebt habe. Naja, das ist jetzt Vergangenheit, erklärte die Mutter von Daniela Katzenberger. Dass dies Vergangenheit sei, bestätigte ihr Ex-Partner in der letzten Live-Sendung bereits, nachdem der große Bruder eine kleine TV-Paartherapie organisiert hatte. Für ihn gäbe es keine Hoffnung mehr, wenn es um die Beziehung der beiden gehe. Natürlich ist es immer noch verletzend und die Wunden sind auch noch lange nicht zu, meinte Iris in der neuen Ausgabe. Er weiß schon, was er mir angetan hat. Einen großen Showdown nannte Promi-Big-Brother-Moderatorin Marlene Lufen das, was sich am Vortag noch in der Show und auch danach zugetragen hatte. Ähnlicher Meinung waren wohl auch die anderen Bewohner, die den Raum zunächst verlassen hatten, das Ganze aber wie das Publikum vor einem Fernseher mitverfolgen konnten. Das zu sehen, das ist schon hart, sagte Jelis Kotsch. Das war schon heftig, pflichtete ihr die Lara Kruse bei. Jeder war schockiert. Auch wenn es nur ein Scherz war, dürfte Sat.1 bei der neuen Folge des Podcasts Die Pochers, frisch recycelt, hellhörig werden. In der vierten Episode geht es erneut um das Ende der Ehe von Oliver Pocher und seiner ehemaligen Partnerin Amira Pocher. Dabei scherzt er im Podcast-Gespräch mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden auch über eine Promi-Big-Brother-Teilnahme von ihm und Amira. Promi-Big-Brother, das wäre vielleicht auch eine Option für Amira und mich. Da mitzumachen und sie zu überraschen im Container, wenn sie da ist, oder sie mich, wie auch immer. Spottet der Komiker. Damit dürfte er recht offensichtlich auf Iris Klein und ihren noch Ehemann Peter anspielen, die sich beide derzeit im Container befinden und dort abermals öffentlich ihre Trennung vor ganz TV Deutschland ausfechten. Pocher versetzt offenbar auch Amira erneut einen Seitenhieb. Und ich bin weiterhin nicht bereit für eine neue Liebe. Da kann man sagen, was man möchte. Dies dürfte eine Anspielung auf den Podimo-Podcast seiner Ex-Partnerin sein, den sie mit ihrem Bruder Hima hat. Zum Thema Liebe kann ich noch sagen, ich habe wirklich richtig Lust auf die Liebe jetzt mittlerweile, hatte sie in der ersten Folge von Liebesleben mit Amira und Hima erzählt und damit angedeutet, offen für eine neue Beziehung zu sein. Meyer-Wölden erklärt unterdessen in der neuen Episode, dass sie sich mit Amira ausgesprochen habe. Ja, wir haben uns getroffen, haben ja auch einiges zu besprechen gehabt, erklärt sie. Jetzt schauen wir mal, dass wir da ein bisschen Ruhe in die Veranstaltung bringen. Es sei das erste Mal, dass sie und Amira Pocher sich persönlich gesehen haben, seitdem das alles passiert ist. Das sei ihr auch wichtig gewesen, erläutert Meyer-Wölden, und Amira habe das auch so angenommen. Ende November 2013 eroberte Helene Fischers Atemlos durch die Nacht über Nacht die deutschen Charts und hielt sich dort geschlagene 117 Wochen lang. Bis heute gilt der Song als ihr größter Hit, der nicht nur für Schlagerfans eine feste Größe darstellt. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, entschied sich die Schlagerkönigin, dem Lied einen völlig neuen Anstrich zu verleihen. Seit letzter Nacht ist die in Kooperation mit Rapperin Shirin David entstandene Version von Atemlos nun endlich zu hören. Das frisch veröffentlichte Remake dürfte viele Helene Fischer-Fans nicht nur atemlos, sondern auch sprachlos machen. Denn die Unterschiede zu dem bekannten Original sind ziemlich gravierend und gewöhnungsbedürftig. Neben den Hip-Hop-Beats, mit denen das Lied nun unterlegt wurde, stellen vor allem die neu eingefügten Rap-Passagen von Shirin David eine geschmackliche Herausforderung dar. Darin heißt es beispielsweise: It's getting hot, guck auf meine Entourage, jeder von ihnen glitzert wie ein Diamant. Wen wir lieben, das geht niemanden was an. Es gibt kein Shaming, keine Vergleiche, keine Konkurrenz. Wenn du mich eine Diva nennst, ist das ein Kompliment. Wie die Reaktionen auf Helene Fischers Instagram-Seite zeigen, hat sie mit dem Rap-Experiment zumindest unter ihren eingefleischten Fans für gemischte Gefühle gesorgt. Dort äußerten sich ihre Anhänger mit Kommentaren wie: Für mich absoluter Fail.
Puh, versaut das eigentlich tolle Lied. Oder, Helene, ich liebe dich und deine Musik schon seit so vielen Jahren. Aber hier, nein, einfach nein. Dennoch finden sich neben Worten der Enttäuschung auch zahlreiche Herzen und Glückwünsche zu der Veröffentlichung. Am Samstag entscheidet sich, welche Kandidatin oder welcher Kandidat das Promi Big Brother Haus als erstes verlassen muss. Am Freitagabend wurde die Exitliste noch um einen Namen vervollständigt. Entscheidend wurde dabei Teilnehmerin Paulina Ljubas. Diese erklärte sich zunächst bereit, das Amt der Containerchefin weiter auszuführen. Aller guten Dinge sind drei, erklärte sie dabei über ihren Posten für einen weiteren Tag. Dann ging es an die letzte Nominierung, die von den bereits nominierten Kandidatinnen und Kandidaten durchgeführt wurde. Iris Klein entschied sich für Marco Strecker, Patricia Blankovete die Lara Kruse, Matthias Mangiapane dafür Magia Filo und Paulina Ljubas nannte Ron Bielecki. Da so keine Entscheidung getroffen werden konnte, musste Ljubas als Chefin der Truppe entscheiden. Sie blieb bei ihrem ersten Entschluss und setzte Bielecki auf die Abschussliste. Mit den anderen Bewohnern habe sie einfach zu engen Kontakt, erklärte sie ihre Entscheidung. Somit müssen Ron, Patricia, Iris, Paulina und Matthias auf das Voting der Zuschauer hoffen, die für ihren Favoriten anrufen und so den Exit verhindern können. Schwerer Tag für Heino. Der Schlagersänger hat am Freitag sein erstes Konzert nach dem Tod seiner Ehefrau Hannelore Kramm gegeben, die Anfang November im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Mit dem Auftritt in der Dresdner Kreuzkirche startete der Musiker seine Kirchentour. Laut Bild-Zeitung trat der Sänger in einem schwarzen Cut auf die Bühne, nachdem der Leonard Cohen-Song Halleluja gespielt wurde. Am Rand der Bühne war ein Porträtfoto von Hannelore aufgestellt. Zudem brannte eine Kerze, die mit dem Namenszug Hannelore und goldenen Herzen verziert war. Ein Strauß mit 44 roten Rosen sollte die 44 Ehejahre der beiden symbolisieren. Wie RTL berichtet, war dem Sänger die schmerzliche Zeit anzusehen. Während des Konzerts wurde ihm auch ein Taschentuch gereicht. Laut Bild beendete der Sänger das Konzert vor rund 1000 Zuschauern mit zwei Zugaben und erklärte, dass er die Kirchenkonzerttournee unter dem Namen »Die Himmel rühmen« mit weiteren 15 Terminen fortführen werde, da sie die beste Möglichkeit sei, meiner Hannelore für das Glück meines Lebens zu danken. Besonders das erste Konzert werde für Heino hoch emotional, kündigte sein Manager Helmut Werner im Vorfeld an. Er möchte aber unbedingt auf die Bühne zurückkehren, weil Hannelore gewollt hätte, dass er weiter singt. Auch für den Musiker selbst sollen die Auftritte hilfreich sein. Heino braucht jetzt die Zuneigung, den Trost und die Anteilnahme seiner Fans, um seinen unermesslichen Schmerz zu lindern. Wetten, dass es das jetzt war? Thomas Gottschalk hat am 25. November ein letztes Mal die große deutsche Samstagabendshow Wetten, dass präsentiert. Live aus Offenburg begrüßte er zahlreiche Promis aus Sport, Musik und Film. Natürlich gab es zunächst aber sein quasi patentiertes Hallo an Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dabei war gar nicht Gottschalk als erster zu sehen, sondern ein ganz anderes Urgestein des deutschen Fernsehens, Frank Elstner. Der Kopf hinter Wetten, das saß im Publikum und richtete direkt zu Beginn der Show in einem kurzen Einspieler erste Abschiedsworte an seinen Kollegen. Es folgten minutenlange Standing Ovations, als Gottschalk die Bühne betrat. Der wollte dafür sorgen, dass es keine Andacht wird. Es gibt mich weiter, ich bin noch nicht tot nach dieser Veranstaltung hier, scherzte er im Gespräch mit Matthias Schweighöfer, dem ersten Gast auf Gottschalks Couch. Matthias Schweinsteiger, wie Gottschalk patzte, wurde auch der erste Wettpate. Als erster Showact gaben sich daraufhin Take That die Ehre. Nach einer Zugabe begrüßte Gottschalk Bastian Schweinsteiger und dessen Ehefrau Anna Ivanovic. Und dann hatte das Warten auf den von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern wohl am sehnlichsten erwarteten Auftritt des Abends ein Ende. Schlagerkönigin Helene Fischer und Rapperin Shirin David präsentierten eine umjubelte Performance zu einer neuen Version des Megahits Atemlos durch die Nacht. Nach einem kurzen Outfitwechsel ging es für die beiden dann ebenso auf die Couch. Dort gab insbesondere Shirin David dem abdankenden Moderator Kontra. Er habe ihr nicht angesehen, dass sie Opernfan sei und auch die Feministin nicht. Warum denn nicht? Weil ich gut aussehe? Als Feministin können wir gut aussehen und wir können klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus, erklärte sie. Da habe sie recht und er habe auch nie anderes behauptet, antwortete er. Gottschalk habe ihr zufolge etwa einmal gemeint, dass Influencer nicht auf seine Couch gehörten, doch sie finde es dort ziemlich gemütlich. Er wiederum erklärte, dass er bisher Influencer nur nicht verstanden habe. Als dritter Show-Act trat Musikikone Cher auf. Dann waren seine letzten Minuten tatsächlich gekommen. Gottschalks Wetten, dass Abschied sei, so der Moderator, letzten Endes kein trauriges Ereignis. Seine Entscheidung, die Show nicht mehr zu moderieren, erklärte er noch einmal damit, dass er zum einen nicht wolle, dass man ihm irgendwann erklären müsse, wer da überhaupt als Gast auf seiner Couch sitze.
Zum anderen wolle er Shitstorms vermeiden. Er stamme aus einer anderen Zeit, wie er andeutete. Gottschalk bedankte sich beim Publikum und bei Elstner, dem Vater von Wetten, dass, der auch zu ihm immer wie ein Vater gewesen sei. Elstner umarmte Gottschalk und habe nicht das Gefühl gehabt, bei einer letzten Sendung gewesen zu sein, sondern bei einer zur besten Zeit von Thomas Gottschalk. Zur Verabschiedung wurde Gottschalk von seinem langjährigen Begleiter Mike Krüger mit einem Bagger abgeholt und aus dem Studio gefahren. Joko und Klaas müssen sich ihre 15 Minuten Sendezeit bei ProSieben erspielen, alteingesessene Moderatoren wie Gottschalk nehmen sie sich einfach. Bei ihm gehörte es ja gewissermaßen stets zum guten Ton zu überziehen. Dass die großen Wetten, dass Zeiten allerdings vorbei sind, sah man wohl nirgendwo besser als am Heute-Journal, denn das startete fast pünktlich. Früher hätte es das bei Gottschalk nicht gegeben. Die erste Teilnehmerin ist raus. Reality-TV-Sternchen Patricia Blanco muss bei Promi Big Brother die Koffer packen und den Container verlassen. Die 52-Jährige hat von den Zuschauern und Zuschauerinnen der Sat einer Show die wenigsten Stimmen erhalten und ist somit ausgeschieden. Auf der Exit-Liste stand sie am Samstagabend noch zusammen mit Paulina Ljubas, Katzenberger Mama Iris Klein, Matthias Mangiapane und YouTuber Ron Bilecki. Nach ihrem Abgang erklärte Patricia Blanco im Gespräch mit den Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen, dass es ihr in der Sendung gut gefallen habe. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Mir ging es sehr gut und ich war so, wie ich bin. Außerdem verriet sie, dass sie nun als erstes etwas essen wolle, dann werde ich mich sammeln. Nach dem Auszug von Patricia Blanco kämpfen nun die verbleibenden Promis um den Sieg und die Siegprämie bei Promi Big Brother. Das Supertalent mit Chefjuror Dieter Bohlen soll 2024 nicht live ausgestrahlt werden. Bisher war das Konzept der Sendung, dass die Talente ihr Können in Runden einer Jury präsentieren mussten, die dann über Weiterkommen oder Ausscheiden entschied. In einem Finale, das bisher immer live stattfand und ausgestrahlt wurde, konnten dann die Zuschauer per SMS, Anruf oder online ihren Stimmen für die Kandidaten abgeben und so einen Sieger wählen. Für die Staffel von 2024 probiert RTL etwas Neues aus. Es soll kein Live-Finale mehr geben und dementsprechend auch kein Zuschauervoting für den Sieger. Ein Sprecher des Senders sagte, das Finale vom Supertalent 2024 wird aus produktionstechnischen Gründen nicht live sein. Was diese Gründe sind, verrät er nicht. Allerdings könnten es die Kosten sein, die mit Live-Übertragungen verbunden sind. Es ist nicht die erste radikale Änderung für das Supertalent. Die 15. Staffel von 2021 wurde wegen schlechter Quoten ohne Urgestein Dieter Bohlen gedreht, was ein Schock für viele Fans war. Allerdings lief diese Staffel so schlecht, dass 2022 eine Pause angekündigt wurde. Die nächste soll jetzt im Laufe des Jahres 2024 ausgestrahlt werden und als Juroren wieder Bohlen, Bruce Danell, Profitänzerin Ekaterina Leonova und Let's Dance-Siegerin Anna Ermakova haben.